Ich würde ihm ganz kurz sagen, er muss sich trauen und er muss seinen Weg gehen. Und er muss fleißig arbeiten. Denn ohne Selbstbewusstsein und ohne harte Arbeit würde er seine Ziele sicher nicht erreichen. Also auf meiner Visitenkarte steht Roman Welikowski, Gruppenleiter, Direktion TGA Wien. Das Coolste ist aus meiner Sicht, dass wir so viele Projekte bearbeiten. Also wir erstellen die Kosten für alle möglichen Projekte, die es auf dem Markt gibt. Sei es Krankenhäuser, Einkaufszentren, Wolkenkratzer, Tunnel, U-Bahn-Stationen, Bürohäuser, Wohnungen, Projekte aller Größe. Und es sind auch Projekte in allen möglichen Ländern. Und man trifft sehr viele Leute. Man kann auch sehr viele Länder im Zuge der Bearbeitung kennenlernen. Die Arbeit ist sehr bunt, aber auch sehr anspruchsvoll. Also die größte Einschränkung ist die Zeit aus meiner Sicht. Die Projekte kommen unregelmäßig. Wir können uns die Abgabetermine nicht aussuchen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir manchmal länger im Büro bleiben und es kann zu gewissen Stresssituationen dadurch kommen. Also Strabag ist eine große Baufirma, international tätig, größte in Österreich. Meine Position ist Gruppenleiter für die TGA, für die Bearbeitung der Kalkulation. Also die TGA ist eine Abkürzung für die technische Gebäudeausrüstung. Das heißt, die TGA-Anlagen, das sind Anlagen wie Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro, Starkstrom, Schwachstrom, Regelung, also alles, was sich in einem Haus befindet und was nicht zum Bau gehört. Wir kalkulieren die Kosten für die TGA-Anlagen im Zuge der Angebotslegung. Wir bearbeiten ca. 400 Projekte im Jahr. Die Herstellkosten machen ca. 1 Milliarde aus. Wir arbeiten anhand von allen möglichen Unterlagen. Wir ermitteln die Kosten anhand von Plänen, Beschreibungen, Leistungsverzeichnissen. Ich bin zuständig für die Arbeitsaufteilung innerhalb der Gruppe. Ich bin zuständig für die Weitergabe der Kosten, für die Richtigkeit von den angebotenen Kosten. Ich trage dafür die Verantwortung. Am Montag gäbe es einen Jourfix, wo wir uns alle zusammentreffen, gehen wir die Projekte durch. Wir besprechen, wie weit die Kalkulationen sind, welche Projekte können wir abgeben, welche nicht, wo es Probleme gibt mit der Zeit. Also die Kollegen bearbeiten die Projekte und wenn die fertig sind, dann kommen die zu mir und wir gehen einfach gemeinsam die Zahlen durch und die Preise werden angepasst. Von der Nationalität bin ich ein Tscheche. Also ich habe mein Studium in Tschechien abgeschlossen. Ich habe parallel zum Bauwesen noch eben die technische Gebäudeausrüstung studiert. Vor ca. 25 Jahren bin ich nach Österreich gekommen. Und ich habe begonnen bei einem Planungsbüro als technischer Zeichner aufgrund meiner Sprachkenntnisse. Ich habe ein wenig Englisch gesprochen. Später bin ich zu einem Projektleiter geworden, zuerst bei den kleineren Projekten, dann waren größere Projekte. Circa vor 15 Jahren bin ich zu Strabag gekommen, im Zuge von einem großen internationalen Projekt. Da war ich der Projektleiter. Später habe ich mit den Kalkulationen der TGA begonnen und vor circa 8 Jahren bin ich der Gruppenleiter der TGA geworden. Technische Gebäudeausrüstung ist ein Bereich mit der schnellsten Entwicklung. Das heißt, man braucht eine gute Grundausbildung und es muss einem bewusst werden, dass man sich ständig weiterbilden muss. Natürlich ist es im Vorteil, wenn man die Erfahrungen auf den Baustellen sammelt, damit man sich die Anlagen, die man kalkuliert, auch vorstellen kann.